Geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Face to Face. Wie ihr seht, heute nicht im Büro, sondern wir sind in Kärntz-Matt. Das ist der Fußballplatz von FC Rotenburg. Heute haben wir einen ganz speziellen Anlass. Und zwar sind wir, der SSM Partner AG, der Goldsponsor von dem heutigen Anlass bzw. von dem Spiel. Wieso ausgerechnet wir? Ja, weil der Leistungssport und unsere Branche haben sehr viel gemeinsam. Was genau, werden wir heute im Verlauf des heutigen Abends feststellen. Bis bald. Damen und Herren, wie ihr seht, das Wetter ist eine Herausforderung. Aber wie fast alles im Leben sehen wir eine Herausforderung als eine Möglichkeit, als eine Chance, besser werden. Wir glauben ganz fest daran, dass der heutige Nachmittag bzw. Abend ein grosser Erfolg wird. Ob das wirklich der Fall wird sein, sehen wir. Es kommt immer darauf an, was für eine Einstellung wir haben. Wir sehen uns nachher. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zurück zum heutigen Face-to-Face. Wir haben hier den Mario Frick, den Cheftrainer vom FC Luzern. Mario Frick, wir von der SSM Partner AG, wir legen extrem grossen Wert auf Persönlichkeitsentwicklung und Talentförderung innerhalb des Unternehmens. Welche Rolle spielt der FC Luzern in Bezug zu Talentförderung in der Region Innerschweiz? Gut, das ist die Philosophie vom Verein, dass wir möglichst viele junge Talente reinbauen. Wir haben eine hervorragende Nachwuchsarbeit. Wir haben, wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich, 11 oder 12 Debütanten in der letzten Saison, wo aus 23 das erste Mal in der Super League gespielt haben. Die haben das Vertrauen verdient, haben sich angeboten im Training und es ist wichtig, den Jungen dann auch das Vertrauen zu schenken. Sehr schön. Ihrer Meinung nach, was glauben Sie, was braucht effektiv ein Talent oder ein Talent, damit sie in der Karriere weiterkommen? Was für Eigenschaften? Ja, ganz klar der Biss, der Durchhaltewille, weil es gibt immer wieder Phasen, wo es nicht so gut läuft. Und dann musst du erst mal Vertrauen in dich selber haben. Du musst dich auch durchbissen können, wenn es nicht so gut läuft. Und ich glaube, das ist auch eine Parallele zur Geschäftswelt. Das ist im Fußball genau das Gleiche. Ein Junge wird immer wieder zurückgeworfen durch Rückschläge oder weil der Konkurrent gerade mal besser ist. Und dann ist es wichtig, dass man durch diese Phase durchbisst und probiert wieder anzugreifen. Ihr seht, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, einer der renommiertesten Fußballtrainer in der Super League hier in der Schweiz. Seine Meinung ist genau die gleiche, wie wir sie in der Philosophie der SSM Partner AG vertreten. Es geht um Leistung, es geht um Weiterkämpfen, nicht aufgeben, auch wenn man am Boden ist, wieder aufstehen, weitermachen. Und genau das ist es, der Weg zum Erfolg. Bleibt dran, es wird spannend. Davide, die gleiche Frage wie beim Mario Frick. Drei Rezepte bzw. drei Zutaten für den Erfolg in unserer Branche im Leistungssport in Bezug zu Finanzen. Was würdest du jedem, der anfängt in dieser Branche, mit auf den Weg geben? Sicher ist das Erste, das Allerwichtigste und unter das geht gar nichts, ist Disziplin. Danach ist sicher, sagen wir mal, Talent ist sicher auch wichtig. Also ohne Talent geht gar nichts. Und was auch braucht, ist Glück. Aber das Glück kann man sich erarbeiten und ich denke, wenn einer wirklich will, dann kommt es. Dann kommt es einfach. Wir haben vorhin beim Mario Frick Eigenschaften von einem erfolgreichen bzw. talentierten Nachwuchsspieler ausfindig gemacht. Was würdest du sagen, was braucht es für Eigenschaften bei uns in der Branche? Ja, es ist, wie ich es vorher gesagt habe, es ist Disziplin, man muss wollen, erfolgreich sein, man muss einfach an das glauben, was man macht, man muss dahinter stehen, was man macht. Und wenn man Disziplin, Talent und Glück und mit dem Willen kombinieren, dann schaffen wir es. Wir haben hier den Dario Ulrich, Fußballprofi vom FC Luzern, hier bei uns im Face-to-Face. Dario, danke vielmals für deine Zeit.
Als Fußballprofi hast du einen langen Weg hinter dir. Was würdest du sagen, was hat es gebraucht, damit du heute da bist, wo du bist, und welche Herausforderungen hast du müssen meistern? Wow, schwierige Frage. Es sind sehr, sehr viele Sachen, wo du mitnehmen für das. Es ist sicher Ehrgeiz, Geduld, das Talent natürlich auch, das man muss haben. Aber ich glaube, am Schluss ist es einfach der Biss. Und natürlich auch die Unterstützung von daheim, dass man das überhaupt so machen darf. Ich glaube, die Eltern sind sehr, sehr oft Gefahren für mich. Das ganze Umfeld muss auch dabei sein. Und umso schöner hat es jetzt geklappt, ja. Sehr schön. Vor allem das Umfeld hast du angesprochen. Das Umfeld, Familie, Freunde. Wie fest haben sie sich müssen anpassen dir gegenüber? Beziehungsweise wie fest hast du müssen zurückstecken? Ich glaube, zurückstecken kann ich nicht viel müssen. Ich hatte eine super Kindheit gehabt, trotz allem. Es ist das Größte für mich. Also ich spiele am allerliebsten Fußball. Ich darf es jetzt als Beruf machen. Anpassen für die Familie wahrscheinlich schon mehr. Ich glaube, ich war nicht an vielen Familienfesten. Ja, das Programm als Fußballer ist Samstag, Sonntag ist gegeben. Und durch das auch meistens für die ganze Familie. Und da bin ich sehr dankbar, dass sie das mitgemacht haben und immer noch mitmachen. Sehr schön. Als Fußballprofi verdient man bekanntlich überdurchschnittlich. Was würdest du sagen, wie wichtig ist es, dass man einen Ansprechpartner in Bezug zu Finanzen hat, der einem dabei unterstützt, mit dem Geld umzugehen? Ja, ich glaube, es ist wie mit allem. Man braucht überall Leute, die man vertrauen kann. Ich glaube, auch auf dieser Seite ist es wichtig, dass man Leute an der Seite hat, die einem auch aufzeigen können. Weil man kann nicht davon ausgehen, dass man das Leben lang Fußballer sein kann. Es ist eine kurze Zeit und man sollte das sicher auch ein bisschen clever anlegen. Danke vielmals, Dario. Danke für deine Zeit. Alles Gute für die nächste Saison. Merci. Genau so wie bei der SSM Partner AG legen wir auf Nachhaltigkeit, auf Talentförderung und sehr viele Parallelen mit dem Leistungssport. Wie schon gesagt, so wie der Dario, wo hat man zurückstecken, das Umfeld, das es gehabt hat, das einem unterstützt. Und vielleicht bist auch du der Nächste, der den Weg zu uns, zu der SSM findet. Alles Gute und bis bald.